Kinderhändelfest-Chefin Elke Schwabe erklärte die Händelfestspiele für eröffnet. Natürlich wusste auch sie, die großen Festspiele laufen schon. Aber auch das kleine Fest ist in 4 Jahren ganz schön groß geworden. 250 Nachwuchsakteure gestalteten die Eröffnung, zu der auch eine Zeremonie am Denkmal gehörte, wie bei den Großen eben. Für die beteiligten Kindereinrichtungen sind solche Auftritte nicht nur eine nette Abwechslung, sie haben auch pädagogische Nebeneffekte. Es gibt eine ganze Menge pädagogische Nebeneffekte. Mittlerweile bestimmen diese Effekte unseren Alltag. Es ist das ganze Jahr Thema. Natürlich nicht immer nur diese klassische Musik. Es geht ganz viel, wie haben Sie sich gekleidet, was haben Sie gegessen, in welchen Bauwerken haben Sie gelebt, das Händelhaus an sich, die Kirche, wo er getauft ist. Das Spektrum ist also gewaltig, was wir mit dem Thema Kinderhändelfestspiele mit Kindern erarbeiten und wo wir Zugänge für Kinder schaffen. Und das funktioniert in der Praxis manchmal fast wie von selbst. Wir hatten ganz viel Spaß dabei und es war auch etwas schwierig, erstmal die Schritte zu üben. Bei der Eröffnung auf dem Markt klappte dann aber alles, nur die Kostüme. Die sind zwar schön, aber... Naja, ein bisschen schwitzig. Ja, ich auch. Unter der Perücke schwitzt man erst. Und deswegen setzen wir die gleich wieder ab, weil aber wir haben die jetzt doch auf, weil die Bürgermeisterin gleich kommt. Klar, für einen Fototermin mit der OB schwitzt man gern noch ein bisschen. Die hat sich übrigens auch ein barockes Outfit zugelegt und kommt damit inzwischen gut zurecht. Als Schirmherrin der ersten Stunde gehört Dagmar Sabadosch neben der SKV Kita zu den Gründern. Wir hatten zusammen die Idee, einfach um Händel auch an die Kinder heranzubringen und über die Kinder auch an die Eltern, dass also Händel, wie ich immer sage, in der Stadt gelebt wird. Ich gehe dorthin und freue mich jedes Mal, weil es immer mehr werden und das wirklich die ganze Stadt ergriffen hat. Und das nicht nur auf dem Marktplatz und in den etablierten Konzertsälen, also wie dem Händelhaus, sondern auch in Kindereinrichtungen, in der Silberhöhe, in Halle Neustadt, wo sonst nicht so händelt. In Heidenord händelt es allerdings nicht zum ersten Mal. Am Schafschwingelweg ist bereits am Dienstagnachmittag Händelfest. Die Eröffnung war also gewissermaßen eine Art Generalprobe. An unserer Bühne treten Kinder aus mehreren Einrichtungen auf, aus Heidenord und Kröwitz. Und ja, unsere Veranstaltung heißt Händel lädt zum großen Ball. Herr Händel erscheint natürlich persönlich. Und der Tanzmeister wird anwesend sein. Und wir werden vor allen Dingen Tanz, aber auch Gesang und Instrumentalmusik hören. Neben den etablierten Teilnehmern kommen jedes Jahr neue hinzu. Der Sog des Kinderhändelfestes reicht bereits bis in den Saalekreis. Die Grundschule Nienberg hat sich beteiligt, Diesgau hat sich beteiligt und worüber wir uns freuen, das Tierhäuschen aus dem städtischen Eigenbetrieb hat dieses Jahr auch erstmalig mitgemacht. Ja, und ich kann nur alle auffordern, bei dem 5. dabei zu sein. Und dann zum 5. gibt es mit Sicherheit ein kleines Jubiläum mit einem großen Programm.